dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo, das heißt, ja, willkommen Internet. Eine neue Folge aus der Abteilung Anreden gegen die Finsternis unter dem Pseudonym Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal. Am Apparat wie immer euer Lokführer Hannibal alias Werner der Petschko. Es folgt die Nummer 207, mittlerweile 207, in dieser Folge 42 aus einem Doppelautorenwerk von 1913, Max Brod, Felix Welsch. Das Verhalten des Subjekts der vorbegrifflichen Welt, der Gesamtanschauung gegenüber, ist ein Anerkennen oder Verwerfen in genau derselben Weise wie der begrifflich gedeuteten, merkmalmäßig erfassten Welt gegenüber. Solange man das Wesen des Urteils in einer Trennung und Vereinigung von Begriffen sah, war allerdings der Zugang zu dieser Erkenntnis verschlossen. Was steht hier? Das Verhalten des Subjekts der vorbegrifflichen Welt. Eine vorbegriffliche Welt haben wir da und da und dazu ein Subjekt. Was ist diese vorbegriffliche Welt? Ist die Welt eines neugeborenen Kindes, sagen wir mal, bis zum fünften Monat, und dann dürfte die Bewusstmachung ihre ersten Schritte unternehmen. Diese vorbegriffliche Welt einer Gesamtanschauung ist immer wieder davon die Rede. Mit dem Anschauungsbegriff soll sozusagen etwas markiert werden, das ohne Begriffe stattfindet. Etwas, das im Bewusstsein landet, ohne aber begrifflich fixiert zu werden. Man müsste so tun, als würde niemand die Worte kennen, die einem dann möglicherweise als Vorstellung im Kopf herumwabern. Also das ist nicht der Fall. So eine Gesamtanschauung ohne Begriffe, vorbegrifflich. Und da heißt es, das Verhalten ist des Subjekts der vorbegrifflichen Welt ist ein Anerkennen oder Verwerfen. Es handelt sich immer um eine Urteilssituation. Das Subjekt ist immer kann sozusagen dem gar nicht entkommen, etwas zu wollen, an etwas interessiert zu sein oder mit anderen Worten ein Bewusstsein zu haben. So ist es zumindest in der westlichen Welt. Es gibt da so östliche Weisheiten, bei denen wäre dann genauso eine vorbegriffliche Gesamtanschauung, so ein Meditationszustand mit einem leeren Bewusstsein, was dann aber lediglich eine terminologische Besonderheit ist, denn ist ganz egal, was sich irgendjemand bewusst ist in so einer Meditation, und ohne Bewusstsein geht es wohl nicht, denn dann wäre man bewusstlos und würde auch gar nichts mitbekommen. Und solange jemand was bewusst mitbekommt und sich was auch immer bewusst ist, dann handelt es sich dabei um etwas, das genauso gut mit einem Wort bezeichnet werden könnte. Also am Zustand ändert sich da nichts. Und deswegen behaupte ich, dass ein Bewusstsein die
die Tatsache, sage ich jetzt mal, in Anlehnung an die üblichen Sprachgewohnheiten, die Tatsache des Bewusstseins ist ja immer ein Bewusstsein von etwas. Ein Bewusstsein ohne irgendeinen Gegenstand des Bewusstseins ist gar nicht denkbar, weil das Bewusstsein ja ein Verhalten ist, ein Zustand der Aufmerksamkeit, der Intellektualität, auch der Gefühlswelt. Und ob man das jetzt mit einem Begriff, also Bewusstsein, bezeichnet oder mit einem Konglomerat aus Wollen, Fühlen, Denken, wie auch immer, das macht am Grundkriterium oder Grundprinzip dessen, dass es sich um eine Vergegenständlichung handelt, keinen Unterschied. Also, jetzt hier nochmal zurück zu Brod Welch. Der vorbegrifflichen Welt gegenüber ist ein Anerkennen oder Verwerfen, also im Sinne eines Werturteils, in genau derselben Weise wie der begrifflich gedeuteten, merkmalmäßig erfassten Welt gegenüber. Also auch das begrifflich gedeutete, merkmalmäßig erfasste Welt ist für diese Autoren ein Anerkennen oder Verwerfen. Also genauso gut ein Werturteil. Es ist jetzt hier nicht im Besonderen ausgeführt, wie es dazu kommt, aber wenn, ich sage mal, es gibt keinen vernünftigen Grund, weswegen es nicht so sein sollte, denn die andere Möglichkeit, dass es sich nicht um ein Anerkennen oder Verwerfen, also um eine Affirmation oder Negation, um ein Ja oder Nein handelt, wäre, dass es etwas in einem objektiv allgemeingültigen Sinn zu erkennen gäbe. Und das ist nicht akzeptabel. Also dafür gibt es keinen guten Grund. Und deshalb ist alles, was jetzt mit Begriffsbildung zu tun hat und von mir aus auch vorbegrifflicher Welt, man muss immer ein Bewusstsein annehmen und damit auch einen Zustand einer Person. Auch wenn sich diese Person jetzt dieses Zustands nicht bewusst ist, dann muss man auch dieses Nichtbewusstsein als dieser Person, als Leistung oder als Tätigkeit oder wie auch immer man das nennt, zuschreiben, weil es sonst diese Person gar nicht gäbe im Sinne eines menschlichen Individuums oder eines Selbst oder eines Ich oder wie immer man das bezeichnet. Also da ginge im Grunde genommen das ganze Menschsein flöten, wenn nicht so ein Zustand, will das jetzt gar nicht spezifizieren, ob es sich um einen geistigen Zustand, psychischen Zustand, alles zusammen oder wie auch immer handelt, das spielt keine Rolle. Auf alle Fälle bin ich der Meinung, dass es sich in jedem Fall um ein Bewusstsein handelt. Es ist auch, vielleicht gefällt jemandem das Wort Verantwortung besser, der sich niemand entziehen kann, auch wenn jetzt Leute sagen, ja, ich bin da gleichgültig, interessiert mich nicht. Das ist aber auch nur akzeptabel, wenn eben Gründe gegeben werden, weswegen jetzt irgendeine bestimmte Sache in der Werteordnung eines Menschen hinten angestellt wird. Solche Diskussionen, das ist im Grunde genommen der Gesprächsstoff zwischen den Menschen,
sind Legitimationen der Art, um damit eine Klarheit schaffen in Bezug auf die eigenen Standpunkte. Und dann wird alles, jede Übereinkunft umso schöner, weil eben die Standpunkte geklärt sind und nicht man sich illusionär irgendwas einbilden muss, dass eine Harmonie vorhanden ist, die nur deswegen vorhanden ist, weil alles, was nur irgendwie problematisch sein könnte, ausgespart wird. Aber zurück zur Nummer 207. Also es heißt vorbegrifflich, begrifflich spielt keine Rolle. Es handelt sich immer um ein Anerkennen oder Verwerfen. Das ist die Position, mit der im 19. Jahrhundert, zweites Drittel, drittes Viertel, 70 oder was das war, ja, 1874, ich weiß es ja ganz genau, mit dem Erscheinen der Psychologie auf empirischen Standpunkt oder so ähnlich, ja, auf alle Fälle mit empirisch, das war die Arbeit von Franz von Brentano dann hinterher, wo dieser Standpunkt das erste Mal in dieser Deutlichkeit vertreten wurde. Ist zwar bei Lotze schon mal der Dunstkreis, die Atmosphäre geschaffen worden, um zu dieser Feststellung zu kommen, aber bei Lotze hat sich das hat auch das Werturteil eine Rolle gespielt. Ich weiß es nicht so genau, brauche jetzt nicht da groß rumreden. Auf alle Fälle sind Lotze und Brentano, das waren so die Einschnitte, mit denen die Psychologie dann ganz andere Pfade eingeschlagen hat. Und letztlich dann bei Husserl ist es dann Phänomenologie, die aber dann wieder zum gleichen Mist als Wissenschaft allgemeingültigster noch, der wollte noch höher hinaus als die anderen Allgemeingültigen noch. Also Fehlentwicklungen, wohin das Auge blickt. Solange man das Wesen des Urteils in einer Trennung und Vereinigung von Begriffen sah, das ist diese typische formal-logische Herangehensweise, wo im Grunde genommen immer nur die Begriffe gegeneinander abgerechnet werden, aber die Verbindung des Begriffs zur Realität nicht thematisiert wird. Es wird kein Kriterium angegeben und es ist nicht einmal dass zwischen Wort und Sache ein Verhältnis bestehen, das ist nicht einmal akzeptiert oder als Ausgangspunkt hervorgehoben. Und damit, weil man das Wesen des Urteils in Trennung Vereinigung von meist in Anlehnung an schon mal vordefiniertes Kategoriensystem, war dann der Zugang zu dieser Erkenntnis verschlossen. Da gab es keine Notwendigkeit, da eine Lösung suchen zu müssen für die Verbindung von Wort und Sache, weil die ja schon geklärt war. Diese Frage gar nicht. Die Frage der Intention damit bei Anerkennen und Verwerfen und damit das Interesse, das letztlich ein Machtinteresse kommt damit nicht zur Sprache und ist dann auch weiterhin kein Thema für die Wissenschaft. Also in der Vorgehensweise, die Macht, welche Rolle ein Machtinteresse in den wissenschaftlichen Methoden spielt. Der Machtbegriff wurde zwar in
eher soziologischer Hinsicht dann untersucht, aber immer auf diese allgemeingültige wissenschaftliche Tour, wo dann auch es eher darum ging, die herrschenden Mächte zu rechtfertigen, aber keineswegs da dem Ganzen kritisch auf den Grund zu gehen. So weit ist es bei niemandem gekommen. Gut, dann geht's weiter zur nächsten Nummer, 208, wieder von den beiden Herren. Max Brod, eigentlich als Schriftsteller bekannt, sein Hauptwerk Das Brot. Spaß. Ich zitiere: Wenn der Unterschied zwischen Wahrnehmung und den übrigen Vorstellungen, zum Beispiel der Fantasievorstellung, im urteilenden Verhalten des Subjekts liegt, welche Umstände veranlassen dann, da habe ich noch was im Speicher, aber nehme ich die Gelegenheit gleich wahr, hier Reklame zu treiben, das ist der Wahlspruch des Bruderkanals, möchte ich mal sagen, Ultima Ratio 101, die 101 nicht vergessen, weil Ultima Ratio, da gibt es wie Sand am Meer. Es ist nichts gegeben, ein Paradigmenwechsel ist fällig, aber das wollte ich nicht, ich wollte etwas anderes. Welche Umstände veranlassen, das Subjekt einmal A ist, dann wieder A ist nicht oder überhaupt nicht zu urteilen? Liegt das vollkommen in der Willkür des Subjekts, dann verliert es jeden Sinn, von der Richtigkeit eines Urteils zu reden. Was haben wir hier? Ich muss hier den Regler etwas... So, dann schaue ich mal auf die Uhr, wenn ich mich da erinnern kann. 10 Minuten sind das noch. Also, der Unterschied zwischen Wahrnehmung und den übrigen Vorstellungen ist ein Urteil. Es wird also geurteilt, hier nehme ich noch etwas wahr, sage ich mal jetzt, wie es oft ist mit irgendwelchen Geräuschen. Kennt vielleicht jeder, man hört irgendein Geräusch und man ist sich nicht sicher, höre ich jetzt da ein Geräusch oder bilde ich mir das ein? Gendermäßig jetzt vielleicht zum Beispiel, Frauen haben das gern nachts, bestimmte Frauen, Vorurteil als Beispiel hier, und dann ist das Urteil nicht verhalten, dann wird ein Urteil gefällt, es ist nichts, das bildest du dir nur ein. Und davon ausgehend, also von diesem Umstand, fragen sich die beiden Autoren dann, welche Umstände veranlassen, jemanden einmal A ist und dann wieder A ist nicht zu urteilen. Also von der gleichen Sache ausgehend, weil ansonsten macht jetzt dieses Beispiel keinen Sinn, dass jemand sagt, ja, ich höre was, und dann ist wieder der Mann oder von mir aus die Frau, es ist hier ein lesbisches Paar, sagt dann wieder, ah, ist nicht oder überhaupt nicht zu urteilen, sprich, schlaf weiter, nimm deine Aufmerksamkeit von dieser Angelegenheit und tu so, als wäre nichts. Und dann heißt es hier, liegt das vollkommen in der Willkür des Subjekts. Wenn es vollkommen in der Willkür des Subjekts liegt, dann verliert es jeden Sinn, von der Richtigkeit eines Urteils zu reden. Und hier, ich auch auf die Gefahr hin, und es lässt sich auch nicht vermeiden, mich zu wiederholen, möchte ich an diesem Beispiel nochmal klarlegen, was mit der Abschaffung der Objektivität gemeint ist. Es ist
In einem, hier wird in diesem Beispiel, wird die objektivistische Ansicht, und zwar die Richtigkeit eines Urteils, nicht auf die bloße Logik bezogen betrachtet. Das heißt, habe ich es bloß mit Begriffen zu tun, die vordefiniert sind, wo die Definition eines Begriffs nicht in der Hand des Subjekts liegt. Dann, und das Verwirrende oder Interessante, wie man will, an dieser Darstellung ist ja, dass man es anscheinend bei dieser Freiheit, die besteht, einmal so und einmal so zu urteilen oder gar nicht zu urteilen, aus der Sicht des Subjekts etwas betrachtet. Und im zweiten Teil, die Richtigkeit eines Urteils, da geht es jetzt um ein an sich, was jetzt die Logik angeht, dass die klassischen Kriterien für logisches Denken gelten, der Satz der Identität und der Satz des Widerspruchs, was im Grunde genommen dasselbe ist, dass man nicht ein und dieselbe Sache einmal so und dann wieder anders benennen darf, was hier jetzt auch so formuliert ist, einmal so benannt und einmal so. Sprich, es wird gegen den Grundsatz des Widerspruchs, der Widerspruchsfreiheit verstoßen, wird aber von Haus aus von einem Standpunkt die Sache betrachtet, wo eine Objektivität, das heißt eine Richtigkeit eines Urteils an sich, sowieso eine Unmöglichkeit darstellt, weil eine solche Richtigkeit immer erst einen Anfangspunkt braucht. Das heißt, einen Standpunkt, eine Voraussetzung, die jemand willkürlich für sich in Anspruch nimmt, jetzt, was weiß ich, sich als Christ versteht oder als Sozialist, so in der Richtung. Und dann ist ein Anfangspunkt gesetzt, vielleicht schlechtes Beispiel, weil man alles Mögliche unter Sozialist oder Christ verstehen kann. Dann ist ein Anfangspunkt gesetzt, ein willkürlicher, eine Entscheidung, und daraufhin werden dann Urteile auf Widerspruchsfreiheit geprüft. Nicht überhaupt, es gibt nicht Behauptungen oder Aussagen, die an sich gelten sollen im luftleeren Raum, die von keiner speziellen Person, von keinem Subjekt ausgehen, wo das Ganze entsubjektiviert stattfindet. Ist aber ein Subjekt da, dann ist von einer Voraussetzung, von einem Standpunkt aus, wird dann setzt dann die Logik ein. Und nicht so, dass die Logik an sich gilt aufgrund irgendwelcher Formalien oder Kategorien, die dann schon mal anerkannt werden müssen. Und dann ist die Sache die, dass es tatsächlich jedem selber überlassen bleibt, um jetzt wenn wir bei der Wahrnehmung bleiben, jetzt irgendetwas wahrzunehmen oder nicht wahrzunehmen. Oder eine Fantasievorstellung als Wahrnehmung oder Wahrheit zu betrachten, wie das sehr viele Menschen so handhaben, die mit Wahrheiten nichts zu tun haben wollen, die sehr sich wohlfühlen in einer Welt des bloßen Scheins, wo alles nur so getan wird, als wäre etwas so und so. Es ist denen gut genug, die leben dann in einer heilen Welt oder in irgendwelchen Serien, die ihren Tagesablauf strukturieren. Es ist dann jedem selber überlassen,
ob jetzt jemand auf einem Dachboden, auf einem Hochhaus steht da und meint, er könnte jetzt fliegen unter Einfluss psychogener Drogen, dann wird der Versuch gestartet unter Umständen. War der letzte Versuch in jeder Hinsicht, aber es obliegt jedem selbst zu meinen, hier handelt es sich um einen Elefanten und nicht um eine Mücke. Und meine Zeit ist jetzt auch zu Ende. Ich hoffe, ich habe die Nummer 208 genügend erklärt. Also das ist das Prinzip der Subjektivität gegenüber der Objektivität. Es hört sich jetzt vielleicht schlimmer an, dass da alle möglichen Leute sich dann alles Mögliche einbilden können. Das wird niemand machen oder auch nicht mehr als jetzt. Es wird weiter Eltern geben, die den Kindern alles Mögliche erzählen, wie die Welt ist, und die Kinder dann optimistisch und sich freuen auf Weihnachten, auf den Osterhasen und auf Geschenke, und schön ist die Welt, zumindest bis zum 5. Lebensjahr. Vielleicht hört sich das auch schon im Kindergarten auf, dass die dann merken, ja, vielleicht ist das doch nicht alles so. Also diese Fantasievorstellungen, die hat es immer schon gegeben und die wird es auch weiter geben. Und das, inwiefern das schlimm ist, könnte man vielleicht dann anhand der AfD oder irgendwelcher Rechtsnazis da dann feststellen. Es ändert sich wahrscheinlich gar nicht so viel, bloß das Bewusstsein ist ein anderes. Und dann, es könnte sogar sein, dass diese Fantasievorstellungen, was jetzt gerade in politischer Hinsicht, oder es gibt ja, was es da nicht, mit dem Internet wird erst richtig klar, was es da alles für Unsinn gibt in der Welt. Aber ich muss jetzt Schluss machen. Peace und out. Folge Nummer 42. Gleichsatzkanal. Kanal abonnieren. Genau. Und die anderen nicht.